So, dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich an diesem sonnigen Mittwoch, Monatsende 31. Mai. Chris Kämmerer on Air für Sie heute hier beim JFD Devisenradar Webinar. Wohl bemerkt, die tägliche Sendung als Stream gibt es ja zum einen hier dann immer auf dem Godmore Trader, in Kürze dann auch wieder Viva Live TV im Übrigen. Und natürlich auch hier im Stream. Und in Kürze sogar werden wir hier eine Kombination schaffen, weil es eben hier noch nicht Viva Livestream sozusagen und Direktlink umsetzbar ist, dass wir hier, wie bei meinem Kollegen Jens Glatt, praktisch das JFD-Devisenradar in unserem Widget, in unserem TV-Live-Trading-Widget hier integrieren, praktisch dann hier auch das JFD-Devisenradar live zu sehen sein wird. Ansonsten muss man ein Stück weit umständlicher immer über den YouTube-Channel gehen. Da werden hier praktisch die Meetings angelegt und dann kann man hier sozusagen mit einem Individual-Link dann immer praktisch auch den Livestream schauen. Aber es ist eben ein Stück weit schwieriger, wenn man denn tatsächlich dann sozusagen den Bogen schlagen will der Echtzeitübertragung. Aber da ich auch nicht im Minutenchart hier sozusagen Vorstellungen mache, ist das, denke ich mal, auch für Sie kein Problem, wenn Sie das Video beispielsweise mit einer kleinen Verzögerung sehen. Aber wie gesagt, wunderbar, das so zumal als Vorwort, und heute wollen wir jetzt mal direkt durchstarten und uns den Markt natürlich anschauen, der hier ein Stück weit interessanter herkommt. Allen voran Euro-US-Dollar, beziehungsweise wir sehen hier in der Heatmap der, ich sag mal, 14 größten FX-Pairs inklusive Gold, sind wir bei 15. Vor dem Hintergrund, dass Gold für mich auch die älteste Währung der Welt ist als solches, haben wir hier den Euro vorne mit vertreten. Das wollen wir uns heute mal im Detail anschauen, auch die einzelnen Euro-Pairs natürlich. Und weiterhin wollen wir dann mal abwarten, was sich hier beim Gold tut. Und überdies natürlich auch immer, Sie haben die Möglichkeiten, auch Wunschwerte zu nennen. Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie Lust und Laune haben, dann lassen Sie mich wissen, welchen Wert Sie meinetwegen im Intraday-Chart oder im aktuellen Setup sehen, handeln wollen oder hier als interessantes Anlagevehikel sozusagen mal von mir analysiert bekommen wollen. Grundsätzlich gilt natürlich auch hier immer wieder das Motto des Risk-Disclaimers sozusagen, den wir hier natürlich auch mal wieder einführen. Hier ganz klar der Haftungsausschluss. Es sind Informationen und jeder ist für seinen Eigenhandel verantwortlich. Jeder muss hier natürlich auch seine eigenen Risk-Money-Management-Regeln befolgen und insbesondere auch einhalten. Und da ist es auch so, schlage ich gleich mal die Brücke hier zu einem Post, der heute hier zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar rausging. Ja, wir haben hier eine negative Rainbow-Struktur. Wir sehen hier diesen negativen Rainbow-Verlauf und im Zuge dessen, hier ist praktisch der Live-Chart auch dazu, im Zuge dessen absolut negatives Momentum. Und es kam aber dann trotz des Vortages tiefstes Bruchs sozusagen zu einem starken Rebound. Das hat übrigens natürlich auch den Euro ein Stück weit gepusht, der hier nur noch 5 Pips vom Tageshoch weg ist. Können wir uns dann alles auch im Detail nochmal anschauen. Aber grundsätzlich hier die Trade-Idee nach dem Motto, hey, lass ihn ruhig ein Stück weit steigen am Open, sollte er in etwa in der Mitte der Asia-Range wieder eindrehen können, um das negative Momentum sozusagen nach unten aufzurollen. Dagegen sprach der bullische Wochentag, das hatte ich auch geschrieben, beziehungsweise auch heute im JFD-Devisenradar-Livestream 9:30 Uhr schon angekündigt, der Mittwoch, der bullischste Tag für das britische Pfund. Und ja, wenn wir jetzt auf das Pfund schauen, haben wir ein starkes Reversal nach oben gesehen, eine starke Umkehr. Insofern einfach hier praktisch natürlich dann auch klar bemessen, wo man aus dem Trade aussteigen sollte. Stop-Loss-Level klar definiert und dann Ende al dente war der Trade auch vom Board. Und ich hatte auch hier im Stream geschrieben, nach dem Motto, wichtig ist, dass man im Vorfeld sein Risiko kalkuliert, ja, und sich hier nicht einfach nur den Münzwurf hingibt und sagt, okay, ich versuche mal hier mein Glück und wenn es denn schief geht, dann halte ich die Position einfach so lange, bis sie irgendwann für mich läuft. Das kann reichlich schief gehen, wie dies hier sicherlich auch dem einen oder anderen Trader geht, der beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Und dann gehen wir mal hier in diesen Tagesschart rein, der hier auf dieses Gap Close spekuliert hat möglicherweise. Ja, wir haben hier praktisch im Sinne des Wahlausgangs im April hier ein schönes Upgap gesehen vom Wochenende in die neue Handelswoche und solche Gaps werden am Devisenmarkt in der Regel, ja, man spricht hier von Werten im Bereich 90% geschlossen. Also tatsächlich kommt es in der darauffolgenden, also praktisch hier freitags Close, sonntags Opening und dann in der laufenden Woche, Montag, Dienstag und die folgenden 5 Tage praktisch, sollte im Prinzip ein Close in der Masse der Fälle erfolgen. Die Chance stand beim Euro-US-Dollar durchaus im Raum, aber das Momentum durchweg bullisch und mit dem Sprung hier über das Level von 1,085 hat sich der Euro gegenüber dem US-Dollar auch stabilisiert und hier die Tendenz seit einiger Zeit schon auch entgegen natürlich der Saisonalität, die hier klar bärisch ist,
Aufwärts gerichtet, ja. Und der Euro jetzt hier zuletzt die Marke von 1,1150, hier diesen Horizontalsupport, das ist ein Bereich, der lässt sich auch hier im August 16, im September 16 und dann auch hier im Oktober zunächst stabilisiert, dann durchgeknallt, dann hier nochmal zurückgelaufen, exakt an diesem Level, dann wieder ein Pullback in dem Art negative Natur gestartet, dann ging es ja rauschend nach unten. Und genau dieses Level ist es, was Euro-US-Dollar sozusagen als nächste Hürde hatte, drüber ausgebrochen ist, hier den Pullback am gestrigen Tag sogar gefeiert hat und jetzt ja weiter nach oben strebt, meine lieben Zuschauer. Es sieht hier wirklich deutlich danach aus, als würde der Markt hier weiter nach oben rennen. Inwiefern in der nächsten Woche die EZB bzw. am Freitag, jetzt diesen Freitag, erster Freitag im Monat, die Non-Farm Payrolls die ganze Lage beeinflussen werden, das bleibt mal abzuwarten. Kann zu einer Extrembewegung führen, Euro-US-Dollar mal wieder, vielleicht mit 400 Pips an einem Tag, das bleibt mal abzuwarten, ob wir wirklich so erratische maximale Bewegung sehen werden. Letztlich aber der Bias hier beim Euro-US-Dollar nach gegenwärtiger Einschätzung durch die Bank bullisch. Sieht für mich also wirklich so aus, als würden wir weiter nach oben streben. Und ihr wisst es, liebe Leute, wir haben hier bei 1,1450 das entscheidende Niveau. 1,1455, machen Sie es nicht auf 5 Pips fest, um Gottes Willen, aber hier diese Zone, die ist entscheidend. Und ich lade dann auch gleich mal meinen allzeit beliebten Harmony-Pattern-Chart hoch. Der, und danach sieht es jetzt wirklich aus, nicht zur Vollendung kommt, soll heißen, meine Intention war ja, dass wir die Parität durchaus testen, gerade weil es auch ein Mainstream-Thema war, durchaus interessant, meines Erachtens eine ja, relative Möglichkeit, durchaus ableitbar gewesen, dass wir dieses Niveau eben sehen, auch vor dem Hintergrund, dass wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar eben auf solche Tiefen abstürzt, sozusagen dann der Euro sozusagen totgeredet wird und das genau der Punkt ist, wo man hier antizyklisch durchaus in den Markt gehen kann, um letztlich dann natürlich auch ein gutes Setup zu finden, guten Entry und das hat sich hier mit dem Harmony Pattern, ich zeige es Ihnen gleich, eigentlich visualisiert. Das ist nochmal der große Monatschart und hier haben wir das Harmony Pattern, da ist er. Was im Prinzip ein Test der Marke von 1 und knapp drunter, 0,98, 0,97, in dem Fall hier des Monatscharts darf man das auch nicht auf 10, 20 Pips fixieren, da braucht man auch hier wieder ein Stück weit mehr Spielraum. Aber die Idee, dass der Markt hier runter spuckt sozusagen und dann hier ein schönes Reversal findet und richtig durchstartet. Jetzt sehen wir eben aktuell aber den laufenden Monatsimpuls, die Kerze endet. Just heute gehen wir dazu mal in den schlankeren Monatschart, der jetzt ohne das Harmony Pattern gezeichnet ist. Aber mal kurz zurück. Sieht wie gesagt so aus, wenn wir jetzt hier über die 1,1450 ausbrechen, dass wir die Parität abhaken können. Weit gefehlt, sozusagen, wer damit gerechnet hat. Ich hatte durchaus damit gerechnet, aber das war dann wahrscheinlich doch zu viel des Guten. Euro-US-Dollar hat sich, und das sehen wir hier im Monatschart-Intervall, sehr, sehr schön im Bereich 1,050, 1,052 hier gefangen. Sicherlich eine sehr, sehr komfortable Zone, aber wir sehen auch, dass der Markt hier seit 2015 März im Prinzip seitwärts pendelt. Ja? Und das bis hier ins Jahr 2017 rein. Wir sind hier schon über 2 Jahre in einer Range, die sich hier grob oben 1,14, unten, ja, ich sage mal 1,05, also roundabout 900 Pips bewegt und das ist schon eine sehr, sehr lange Spanne, dieses Range-Verhalten. Sie sehen es in den Vorjahren, bevor wir hier das High im Bereich 1,60 plus markiert hatten, starker Aufwärtsimpuls, richtige Trendbewegung, starker Abwärtsimpuls, hier richtige Swings, also wirklich richtig starke Bewegungen, aber seit 2015 hier ein definitiver Seitwärtsmarkt, der im Endeffekt sich jetzt fortsetzt, wenn Euro-US-Dollar hier tatsächlich nochmal scheitern sollte, dann sehen wir sicherlich wieder einen Rücklauf nach unten und vielleicht kommt dann doch die Parität, wir wissen es alle nicht, wir müssen uns letztlich am Preisschart orientieren, grundsätzlich aber hier die Tatsache, dass wenn der Markt hier oben rausgeht, über die 1,1450, das sehen wir auch hier schön in dem Monatsclose, lass mich kurz im Chat gucken, da blinkt es gerade hier wild auf. Kein Ton, doch, der Ton müsste da sein. Ich bestätige es mal kurz im Chat. Also bei mir zumindest alles green, wenn das kurz einer auch bestätigen kann, ob er mich hört. Aber ich glaube, da werden noch mehr falsche Stimmen gekommen. So, ja, alles klar. Danke, reicht schon. Das knallt jetzt nochmal rein. Also Ton ist auf jeden Fall da. Die Einschätzung, wie gesagt, zum AUS 200, zum australischen Index, kann ich mir mal anschauen. Aber wie gesagt, wir sind hier im Devisenradar, schauen uns vorzüglich Devisen an. In dem Fall der Aussie, ein Thema Australdollar, US-Dollar oder im Kontext des Euros der Euro gegenüber dem Australdollar. Den schauen wir uns natürlich auch an, weil er heute ja mit an der Spitze der Tagessieger notiert. Aber zum Euro-US-Dollar zurück, das beliebteste Paar schlechthin. Wenn wir hier eben über 1,1450 rausgehen per Monthly Close, ja, das wird diesen Monat wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber vielleicht im Juni, dann haben wir hier Potenzial mindestens bis in die
Bereiche früherer Unterstützung, jetzt eben Widerstandsbereiche vorzudringen. Und da ist die 1,20 sicherlich nicht das Endziel, sondern reden wir hier auch über Preise im Bereich 1,2350 und vielleicht sogar 1,27. Ich will jetzt gar nicht zu viel den Euro hier bullisch reden, aber aktuell sieht das gut aus. Also das haben wir hier vom unteren Trendkanallinienbereich ausgehend eben mit diesem starken Unterstützungsbereich jetzt wirklich vor Augen, dass wenn Euro-Ester jetzt mal Drive kriegt, hier nach oben rauszuziehen, dass hier richtig was an Action geht. Wenn es ausbleibt, dann setzt sich die Range, die hier schon seit über 2 Jahren besteht, sicherlich fort. Das bleibt mal abzuwarten. Grundsätzlich aber eine gegenwärtig sehr, sehr spannende Situation. So, da haben wir uns den Monatschart mal angeschaut. Hier das kurzfristige Chartbild, in Anführungszeichen kurzfristig, aber anhand des Tagescharts. Lassen Sie mich den Fall mal hier aktualisieren. Also gerade oberhalb des Levels 1,1150 sieht das für mich sehr, sehr bullisch aus. Und der Weg dürfte wohl weiter nach oben zeigen, der Fall. Ja. So, das gestrige Tief haben wir gesehen hier bei 1,1109, kann man durchaus als mögliche Indikation nehmen für temporäre Rücksetzer. Dann meines Erachtens aber hier wirklich auch das maximale Potenzial 1,085. Ich denke, das Gap, was wir hier noch offen haben vom April, liebe Leute, es gibt Gaps im Devisenmarkt, die sind schon seit Jahren offen und das kann hier auch der Fall sein. Gerade beim Major Pair sieht man nicht oft, aber es ist durchaus möglich, dass wir hier das Gap noch über einen langen Zeitraum offen lassen. Und wie gesagt, wenn man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Gaps vom Wochenende ausgehend geschlossen werden, sehr hoch ist. Sehr hoch heißt nicht 100% und wie immer im Trading, man muss hier natürlich auch mit allen anderen Bewegungsarten rechnen. Und ja, das Gap, Sie sehen es, der Euro entfernt sich A von der Parität immer weiter und B natürlich auch von diesem Gap. Und je länger das Fortsetzung findet, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir hier diesen Zielbereich ansteuern. Und da wird es dann sehr spannend. Also 1,1450, vielleicht im Juni hier das Key-Level schlechthin, wo die Marktteilnehmer drauf achten sollten, was da letztlich passiert. Also es wird definitiv spannend. Euro im Auge behalten, Euro-US-Dollar hier ein Riesenthema. Stundenchart brauchen wir uns jetzt eigentlich nicht anschauen, war jetzt auch nicht gefragt im Chat. Insofern machen wir direkt mal weiter. Und jetzt schauen wir uns im Kontext dazu den Dollar-Index an, meine lieben Leute. Hier im Wochenchart-Intervall. Und wenn der Dollar-Index hier unter die 97 Punkte durchsackt, wir schauen uns auch gleich den Live-Chart dazu an, grenzwertige Situation, dann kann der hier locker bis in den Bereich von 93,50. Hier ist ein Supportbereich, ebenfalls dieser Range seit 2015. Ja, also der Euro gegenüber dem US-Dollar. Und der US-Dollar-Index stellt ja den Außenwert des Dollars hier gegenüber 6 Währungen dar und ist so ein Stück weit das Konträrbild zum Euro gegenüber dem US-Dollar selbst. Grundsätzlich hier ein starker Supportbereich und dieser Supportbereich, der kommt eigentlich dem Level von 1,1450 nah beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Also sollten wir beim Euro jetzt noch weiter hochdrehen, der Dollar hier nach unten unter 97 Punkte per Wochenschlusspreis rausgehen, dann sieht es eher so aus, als würden wir hier definitiv in Richtung 93,50 Punkte beim US-Dollar-Index-Future zurückfallen. Der Abwärtstrendkanal, den wir hier schon seit einiger Zeit sehen, der hat ja hier Chancen im Bereich der 100-Punkte-Marke möglicherweise sein Ende zu finden, aber Sie sehen es, der Preis tropft hier immer weiter nach unten. Auch hier haben wir das Gap vom April sozusagen noch drin zu sehen im Chart. Und das sieht, wie gesagt, nicht bullisch aus. Mein eigentliches Ziel war ja hier der Bereich von 108 Punkten. Gerade vor dem Hintergrund, dass Euro eben in die Parität eintaucht. Ja, Vorstellung, Analysen, Prognosen kann man viele machen. Wenn sich aber natürlich hier das Chartbild ändert, ja, dann sollte man Teufel tun, hier unbedingt zwanghaft seiner Meinung fortzusetzen. Und gerade mit dem Bruch der 100-Punkte-Marke hier und diesem Abwärtstrendkanal, gut, das sah hier noch fast wie eine bullische Flagge aus, aber mit dem Downgap, das waren hier schon Vorzeichen, wo man sagt, eieieiei, das sieht nicht gut aus für den Dollar. Ja, ich meine, Trump, muss man ja eh sehen, was da in weiteren Entwicklungen sich hier in Übersee abspielt. Ich meine, was er da hier gegen Deutschland feuert, das ist zurzeit auch mal nicht ganz ohne. Aber grundsätzlich hat ja auch hier gerade die EZB hier so ein Stück weit das Zünglein an der Waage. Und man spricht ja auch von dem Nachfolger von Draghi, Weidmann, hier aus deutschen Kreisen. Und ihr wisst das, Weidmann ist da ein ganz anderes strukturelles Konzept sozusagen gewohnt und auch keinesfalls so inflationär getrieben wie Mr. Draghi, der hier aus dem Privatbanking-Geschäft kam.
wo man einfach sagen muss, wenn es dann Wechsel bei der EZB gibt und das wäre beispielsweise dann tatsächlich ein Deutscher, dann wäre das natürlich ein Riesenthema. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis dahin kann noch viel passieren, aber man sollte sich wahrscheinlich langfristig so ein Stück weit von den gegenwärtigen Niedrigzinsen verabschieden. Irgendwann wird es hier sicherlich auch mal wieder in die Gegenrichtung gehen. Wenngleich, ich will hier gar nicht zu viel Prognosen orakeln, denn natürlich, wenn die Leitzinsen auf frühere Niveaus ansteigen würden, gerade in den USA, da wären die Kredit- und Zinszahlungen schlichtweg überhaupt nicht mehr zu leisten. Das ist die große Rätsel, die große Frage, die sich hier stellt. Die Inflation schreitet voran und man muss mal sehen, wie das dann letztlich alles ausgeht. Letztlich, wir orientieren uns an den Charts und an fundamentalen Rahmendaten und das sind wir hier relativ gut geschützt. Wichtig, wie gesagt, liebe Leute, immer wieder auch Prognosen, die man fällt, durchaus mit einem gewissen variablen Faktor versehen, nach dem Motto, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dann muss ich auch von meiner Prognose Abstand nehmen und hier befreit mich dann und da zurück zum Ausgang eben zum Beispiel ein Stop-Loss vor größeren Verlusten, wie zum Beispiel dieser Short-Trade hier beim Cable, also beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Gut. Also, machen wir weiter im Text. Euro ist Dollar weitestgehend durchgekaut, sehe ich, wie gesagt, grundsätzlich jetzt bullisch an. Ich glaube, der kann noch weiter hochsteigen. 1,1450 wäre meines Erachtens hier das nächste Ziellevel. Mal schauen, wie die Non-Farm Payrolls diesen Freitag das Ganze stimulieren und nächste Woche, wie gesagt, dann auch hier die EZB ihren Beitrag leisten wird. Alright. Gehen wir jetzt zum Euro gegenüber dem Australdollar. Wir hatten ja vorhin den Aussie hier schon im Sinne des Leitindex im Visier. Den habe ich jetzt so gar nicht auf der Pfanne. Den muss ich mir definitiv dann erstmal hochladen, den Chart. Und auch hier haben wir ja die Situation schon orakelt, dass hier das Setup, und Sie setzt das auch hier an diesem blauen Pfeil, das Setup grundsätzlich bullish ist. Ja. Also der Euro gegenüber dem Australdollar kommt hier mit einem sehr, sehr bullischen Bias daher, der sich meines Erachtens trotz dieser bisher sehr, sehr ansehnlichen Bewegung weiter fortsetzen könnte. Und da ist es wieder so, dass wir im Devisenmarkt hier in Trendmärkten unterwegs sind, liebe Leute. Und das heißt, ein zu hoch oder ein zu tief gibt es schlichtweg nicht. Der Markt kann hier letztlich weitere Eskapaden auf der Oberseite feiern und das kann auch Extremmomentum annehmen, so rum. Schauen wir dann mal einfach mal hier auf die Vergangenheit, ja. Gehen wir mal im Chartbild ein Stück weit zurück, was es hier schon für Bewegungen gab, zum Beispiel hier aus dem Jahr 2013, da schoss das Währungspaar mal spontan, hier ein Währungspaar wohlbemerkt, 22% nach oben, 2700 Pips. Also meine lieben Leute, das ist eine Riesenhausnummer. Ja? Und so ein Ding kann jederzeit wiederholt werden. Ja? Also ein zu hoch oder zu tief, gerade am Forex-Markt, gibt es nicht. Ja? Ich meine, es gibt die Parität, das Gleichspiel der Währung und dann gibt es die Währungsverschiebung, starke, schwache Währung. Und das kann sich, wie gesagt, in grenzenlose Bereiche fortsetzen. Wir werden sehen, was passiert. Da kleiner Hinweise am Rande in Sachen Kryptowährung und Bitcoins. Seid gespannt, liebe Zuschauer, was da in den nächsten Tagen hier bei uns noch an Neuigkeiten auf Sie losrollt. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber grundsätzlich ein spannendes Thema an sich. Aber wir wollen uns dem Währungsmarkt zuwenden und hier eure Australdollar mit der Grundsatzprognose, dass der bullisch aussieht, gerade hier vor dem Hoch, was oder diesem Hochbereich vom September letzten Jahres. Das ist wieder mal charttechnisch sehr schön ableitbar, wie sich das Währungspaar hier nahezu punktuell den Kopf immer wieder gestoßen hat, exakt hier an dem Hochpunkt von 2009. Und da mag man jetzt sagen, ist es Zufall oder ist es Random Walk Zufallsprinzip als solches oder ist es eben tatsächlich hier technische Adaption dessen, dass hier tatsächlich eben ein Widerstand, ein Preislevel im Markt ist, was von Interesse ist. Letztlich haben wir es beim Euro gegenüber dem Australdollar mit einem Cross-Rate-Pair zu tun. Also Euro gegenüber Australdollar ist ein Cross-Rate-Pair, der sich hier auch speist, natürlich durch die Bewegung Euro, US-Dollar, Australdollar, US-Dollar. Grundsätzlich aber hier sehr wichtig die Situation, dass wir charttechnisch natürlich hier ebenso Prognosen und Ableitungen treffen können. Und trotz des Cross-Rate-Effekts haben wir hier die Situation einer Seitwärts-Range. Wunderbar, dieses Support-Level auch im Devisenradar Livestream schon besprochen, beziehungsweise im Devisenradar der letzten Woche. Hier eine Unterstützung knapp über 1,49, sieht gut aus und hier oben eben bei 1,50, 1,55 so um der Widerstand und da schrauben wir uns heute drüber. Und trotz dieser steilen Bewegung hier short zu gehen, erscheint mir fast ein Stück weit zu riskant. Ergo auch deswegen, weil der Australdollar gegenüber dem US-Dollar eher mit Schwäche glänzt, der Euro grundsätzlich stark scheint. Also hier der Bias auch dafür spricht, dass dieses Währungspärchen eine weitere Performance erfahren könnte. Und die kann, wie gesagt, steil ausgehen. Und was hier auch interessant ist, gerade wenn wir von Charttechnik sprechen, wir haben hier diesen Aufwärtstrendkanal, der gebrochen wurde. Okay, jetzt könnte man sagen, ach ja, alles hinfällig,
Nein, Irrtum. Schräge Trendlinien, schräge Typen. Ihr wisst das, ein Stück weit mit Relation zu sehen. So Trendkanäle mag ich sehr gern. Auch Flaggen, Wimpel, bullische Formation, bärische Formation. Das kann man mit ins Kalkül ziehen. Aber ich würde natürlich nie alles auf so eine Trendlinie setzen, weil die viel zu subjektiv ist. Ja, lege ich die jetzt an den Candlestick-Körpern an oder an den Dochten oder an den Schattenwürfen letztlich. Das ist alles viel zu subjektiv, viel zu viele Freiheitsgrade, um da wirklich ein verbindliches Level rauszulassen. Insofern auch hier nochmal der Hinweis, orientiert euch an horizontalen Marken. Ja, 1,49, das ist ein ganz klares Level. Ihr habt es hier gesehen, immer wieder Nachfrage und ganz klar bei 1,5050, wie zuletzt interessanterweise hier im September 2016, wurde das Währungspaar mehrfach abgewiesen. Aber es gab keinen großen Verkaufsdruck, sondern Seitwärtsrange und hier hat das Währungspaar letztlich meines Erachtens bullisch konsolidiert. Die Trendlinie können wir jetzt wegnehmen, weil eben gebrochen, Trendkanal passé. Aber grundsätzlich wirkt das hier sehr, sehr bullisch. Also Rahmendaten bleiben gleich. Wenn das Währungspaar unter 1,49 abtaucht, gut, dann kann es 300 Pips tiefer gehen. Sehen wir hier Niveaus in Richtung 1,46. Lass mich nochmal kurz die Saisonalität von diesem Währungspaar in den Chart holen. So. Was uns hier der Euro gegenüber dem Australdollar so saisonal zu bieten hat. Naja, das spiegelt sich damit, wenn wir unter die 1,49 abtauchen, würde ich mal meinen, haben wir einen saisonalen Rückenwind, der hier weitere Verluste begünstigt. Andernfalls, und auch hier wisst ihr die Regel, wenn wir natürlich auf der Oberseite eine Price Action sehen, die also die charttechnische Situation, die Price Action, die sich hier nach oben schraubt, dann ist die natürlich immer einem saisonalen Setup überzugewichten. Ja, ich meine, und hier kann ich mich wiederholen, gerade weil wir eben das Webinar haben. Wenn wir einen Übereinstimmungspassus haben in Sachen charttechnischer Ausgangslage und Saisonalität, dann ist das ein Stück weit ein positiver Gimmick. Dann ist das eine gute Relevanz, um zu sagen, hier habe ich ein schönes CRV, wenn das Ganze sich unter Money- und Risk-Management-Gesichtspunkten auch vereinbaren lässt. Ja, dann kann ich einsteigen. Also schön wäre es, wenn das Bild hier genau gespiegelt wäre in die andere Richtung, also nach oben. Aber im Umkehrschluss ist das nicht der Fall und insofern müssen wir jetzt abwarten, was passiert. Die Saisonalität kann, und das ist wie gesagt ja nicht in Stein gemeißelt und keine Schablone für den Verlauf, sondern nur eine Indikation der letzten 17 Jahre, dass es in der Masse der Jahre so zu einem solchen Verlauf kam, heißt ja nicht, dass es dieses Jahr wieder passieren muss. Und es sieht eben, wenn ich mir den Chart anschaue, derzeit nicht danach aus, als würde der Euro gegenüber dem Australdollar hier zur Schwäche neigen. Wenn er unter 1,49 geht, und das sind dann die Wenn-Dann-Prinzipien, ja, wenn der hier unter 1,49 geht, praktisch nicht den Drive nach oben entfaltet, dann würde ich die Meinung sofort revidieren und im Einklang dieses Saisonalitätsindikators auf jeden Fall auf 300 Pips nach unten spekulieren. Und dann kann man eben sehen, wo man seinen Stopp dann platziert. Das will ich jetzt gar nicht so sehr ausdehnen, weil ich hier eher den Bias auf der Oberseite sehe. Und hier hat man auch unter Chance-Risikogesichtspunkten mit dem heutigen Close, wenn der so bleibt, ich sage mal hier von der Tendenz her 500 Pips auf der Oberseite, nehmen wir das mal als Chance. Und sollte man jetzt den Entry pflegen, hier 170, also auf jeden Fall unter 1,49, sagen wir mal hier 170 Pips auf der Südseite, dann ist das hier ein CRV, was wunderbar ist. Rein optisch ist es genau das, was man suchen muss. An den Märkten, ja, ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis, immer versuchen, mehr zu verdienen, als man riskiert. Ja, wenn der Trade ein R vorne ist, also praktisch das Risiko als solches, also den Preisbereich einmal verdient hat, dann kann man theoretisch auch auf Break-Even gehen, den Trade absichern, Schrägstrich über Teilgewinn mit Namen vielleicht nachdenken. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das ist, wie gesagt, ein Stück weit Erfahrung und Expertise, wie man einen Trade managt. Grundsätzlich aber eine schöne eine sehr schöne Ausgangsbasis hier beim Euro gegenüber dem Osten. Australdollar. Also führen wir das Ganze fort. Wenn der hier über die 1,5050 per Daily Close geht und danach sieht es fast aus, dürfte im Prinzip einer weiteren Performance nichts im Wege stehen. Aber auch hier gilt, nichts ist hundertprozentig, liebe Leute. Ja? Also immer wieder auch hier Risikoparameter setzen, unter Chance-Risikogesichtspunkten, aber hier eine hervorragende Situation, die man durchaus mal ins Kalkül nehmen kann. Alright, also Euro-Australdollar, definitiv eine feine Sache. Jetzt schauen wir mal auf den Euro-Yen, der auch nicht ungefähr oder von ungefähr daherkam, weil den hatte ich heute auch im Devisenradar schon, das könnt ihr euch hier auf unserem YouTube-Channel im Prinzip anschauen. Wenn wir nochmal einen Rücklauf in Richtung 123 sehen würden, wäre das hier eine schöne Situation, um auf einen, ja, Pullback zu spekulieren, im Sinne dessen, dass das Währungspaar dann abhebt von diesem Niveau. Aktuell mit der Euro-Stärke gegenwärtig sieht es aber so aus, als würde vielleicht sogar mit dem gestrigen Tief, was wir hier gesehen haben bei 123,15, dass er mit dem gestrigen Tief hier den Pullback schon vollzogen hat und wahrscheinlich jetzt schon weiter auftreten wollte. Auch hier ein neues
hoch, spricht für positives Momentum, dürfte weiteres Kapital in den Euro ziehen. Also zumindest in den Euro gegenüber dem japanischen Yen, weil hier der Yen dann wahrscheinlich weitere Schwäche zeigen dürfte. Und das impliziert auch ein Stück weit, sofern der Yen wirklich weitere Schwäche zeigt, dass die Indizes, also DAX und Co. oder auch in Übersee in den USA, hier beispielsweise die Amerikaner, weiterhin Allzeithochs markieren. Denn der Yen gewinnt meistens an Stärke, wenn die Indizes korrigieren. Und davon kann man auch ausgehen, wenn es dazu kommen sollte, dass die Aktienmärkte eine größere Bass übergehen oder sagen wir, ihre Hoss beenden und dann praktisch den Weg in eine Korrektur finden. Wann auch immer das passiert oder ob es überhaupt passiert, will ich jetzt mal gar nicht orakeln, aber grundsätzlich sollte es dazu kommen, dann haben wir sicherlich eine Yen-Stärke zu erwarten. Dann dürfen Sie davon ausgehen, dass alle Währungen, die mit dem Yen im Kontext stehen, ja ein Stück weit das Leiden oder die Nachsicht genießen, so will ich es mal sagen. Also davon kann man zumindest dann mal ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit stark erhöht anzusehen ist, dass sowas dann passiert, dass eben hier der Yen eine weitere Stärke vollzieht. Okay, gut, dann schauen wir mal an, was noch so im Chat zu lesen ist. Vor dem Hintergrund dessen, was gewünscht ist. Euro schwarzer Fragen, den hatte ich auch schon lange nicht mehr im Visier. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ansonsten gehe ich dann gerne natürlich meine Heatmap weiter durch, um interessante Settings vorzustellen. Okay, Euro schwarzer Franken nehme ich mir aber gerne mal vor, den wir hier zum Beispiel in der Swing-Übersicht haben. Ich lade hier mal den Chart extra ein. Moment. Hey, wo ist er denn? Bin jetzt doppelt. Da ist er doch. So. Ja, hatten wir letztes Mal schon gecovert. Ganz nett eigentlich. Die blaue Tendenzlinie ist schon ein Stück weit älter. Muss wohl vor 2 Wochen etwa gewesen sein. 2, 3 Wochen beim Devisenradar. Hier auch, was will man sagen? Jürgen, Euro, Australdollar. Puh, den habe ich jetzt bestimmt 5 Minuten bekaut, das Währungspaar. Oh, dann bist du wahrscheinlich zu spät dazugekommen. Also den habe ich sehr ausführlich gerade besprochen. Müsste, wie gesagt, hier, um es kurz zu machen, sieht sehr bullisch aus. Also über 1,50, 50, glaube ich, geht da hier noch einiges. Und um dir den Chart kurz zu zeigen, da war Euro-Yen, Euro-Australdollar heute der Gewinner, hier das ist der aktuelle Chart. Jürgen, da bist du ein bisschen später zugekommen, würde ich sagen. Ne? Hier, so sieht es aus. Sehr schönes Setup und wirkt hochbullisch. Bullisch. Ja, Saisonalität spricht klar dagegen, aber Chart dominiert. Gehen wir zum Euro gegenüber dem Schweizer Franken jetzt aber über, denn frisches Paar. Auch hier interessant und ja, ist das wieder ein Zufall, Fragezeichen, liebe Leute. 1,0972. Roundabout, plus minus ein paar Pips. Aber ihr seht das, dass das Währungspaar sich exakt hier auch den Kopf gestoßen hat, wie zuletzt hier im Jahr 2016. Ich meine, Euro-Schwarzer Franken, ganz klar, der Schwarzer Franken-Crash aus 2015, das war geschichtlich einzigartig, was da passiert ist. Und ja, die Schweizer Nationalbank wird auch hier mehr oder weniger immer wieder auch Interventionen fahren. Auch wenn sie es bestreitet oder wie auch immer, da will ich mich auch gar nicht irgendwelche Spekulationen hingeben. Letztlich, der Euro-Schwarzer Franken für mich jetzt nicht unbedingt das liebste Währungspaar, aber wenn ich mir das mal so anschaue, spricht doch viel dafür, dass der Euro gegen den Schwarzer Franken nicht unbedingt jetzt sein finales Tief der laufenden Bewegung gefunden haben muss. Ja, also ich habe ja vorhin den Euro gegenüber dem US-Dollar bullisch ausgesprochen, auch den Euro gegenüber dem Australdollar. Dabei bleibe ich auch. Das sieht auch meines Erachtens definitiv weiter strong bullisch aus. Die Frage ist eben nur, ob hier nicht der Schweizer Franken das größere Vehikel der Macht besitzt, so will ich es mal sagen, und den Euro eben hier doch nochmal nach unten drückt. Rein charttechnisch wäre das hier ein sehr, sehr schöner Bereich. Lass die Pfeile jetzt mal so unverändert. Grundsätzlich kann man sagen, ich meine, es könnte durchaus noch weiter gen Süden gehen. Sollte der Euro allerdings richtig aufdrehen, dann müsste man hier durchaus sagen, haben wir hier mit dem Rücklauf auf das 23,6er FIBO-Level und insbesondere auch hier auf das Hoch oder den Hochpunkt hier vom Dezember letzten Jahres, ja, dann haben wir hier durchaus die Situation, dass das eine Minimalkorrektur war. Ihr seht es ja auch und das ist ja nicht von ungefähr. Ich meine, hier haben wir das Abgap auch, wie gesagt, vom April, vom Wahlausgang. Aber hier sehen wir auch eine leichte Stabilisierung und das muss jetzt nicht heißen, dass der weiter zurückkommt. Charttechnisch wäre es eine ideale Voraussetzung, um in diesen Abwärtszug hier ein mögliches Long-Engagement zu tätigen. Aber grundsätzlich will ich das mal hier nicht bestreiten, dass der auch jetzt
ja, eine gewisse Stärke erfahren könnte, aber der Schweizer Franken drückt halt auch mit Stärke. Ja. Auch heute ist wieder der Schweizer Franken stark unterwegs. Und da sehen wir auch, obwohl der Euro hier nahe am Tageshoch notiert, Euro US-Dollar wohl bemerkt, dass der Euro-Schweizer Franken hier nicht so richtig in die Pötte kommt, liegt eben daran, dass der Schweizer Franken heute sehr stark ist. Das zeige ich euch gerne mal anhand der Währungsstärke-Indikation. Ja, sehen wir hier im 4-Stunden-Chart-Intervall. Schweizer Franken heute, hier gab es nochmal einen Dip zur Mittagszeit, ja, aber sehr, sehr stark. Ja, britische Pfund heute sehr, sehr stark unterwegs im 4-Stunden-Chart. Hier haben wir dann auch den Euro und den Schweizer Franken. Also beide sind heute hier bullisch, oberhalb der Nulllinie sehr, sehr stark. Die Kapitalströme in den einzelnen Währungen sieht, wie gesagt, sehr, sehr imposant aus und ja, verspricht hier durchaus Potenzial. Was heute auch interessant ist, gerade wenn wir es hier sehen, der DAX hier richtig stark und auch der Euro richtig stark. Das ist eine Konstellation, die sich so sehr selten vorfindet. Ja, wir haben hier nämlich den negativen Korrelationseffekt. Also das heißt, wir haben hier grundsätzlich eigentlich eher die Annahme, dass wenn der DAX steigt, der Euro eher zur Schwäche neigt und umgekehrt. Ja, sehen wir auch insbesondere, wenn wir uns den großen Langfristchart vom Euro eben zum Beispiel seit 2008 Finanzmarktkrise anschauen, mit den Tiefs ausgehend der einzelnen Marktjahre oder 2011 Fukushima ja die Reaktorkatastrophe in Japan. Das waren natürlich Rückschläge, die auch den DAX dann immer in die Knie gezwungen haben, aber der DAX grundsätzlich ja auf Allzeithöchstkurs und der Euro-US-Dollar hier stark im Abschwinden, stark im Rücklauf hier gefangen sozusagen. Und das ist natürlich eine Grundkonstellation, die man erstmal sitzen lassen muss. Und auch wenn man von Korrelationen spricht oder auch Saisonalitäten, meine liebe Leute, das ist natürlich hier nichts in Stein gemeißeltes. Ja, es gibt Währungspaare oder zum Beispiel auch gerade Euro, US-Dollar und Gold oder eine ganze Zeit lang auch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und der Euro gegenüber dem US-Dollar. Ja, beide Währungen werden hier praktisch in US-Dollar gehandelt und die beiden hatten ja eine mega hohe Korrelation. Also ist der Euro ausgebrochen. Man konnte immer nur darauf warten, dass das Pfund nachzieht oder umgekehrt ist. Das Pfund zuerst ausgebrochen, war es sehr wahrscheinlich, dass der Euro nachzieht. Diese Korrelation, die sehr lange Bestand hat, hat heute überhaupt keine Relevanz mehr. Ja, das britische Pfund, gerade wegen Brexit und Co., hat hier ein völliges Eigenleben entwickelt und das muss man ganz klar sagen, hier haben wir die Rahmenparameter, dass es nicht alles immer so bleibt, wie man meint, es bleiben oder dass es so bleiben müsste. Wichtig, wichtig. Gut, hier habe ich mich wieder ein bisschen verloren im Abschweifen, aber ich denke, wir haben ja sozusagen hier den Kreis auch geschlossen, warum Euro Schweizer Franken hier durchaus auch noch weiter zurücksetzen könnte. Und wie gesagt, hier die Prognose, wenn wir hier keine neuen Tiefs unter, und das ist hier supporttechnisch ein schönes Niveau, schaut euch mal hier die Kerzenspitzen an. Und hier die Preise kommen, wie gesagt, von unserem Handelsplatz, also von unserem Interbankenpool, liebe Leute, ich muss es euch einfach mal zeigen, weil viele Leute es immer noch nicht verstanden haben, wie das bei JFD funktioniert, dahingehend, was es bedeutet, interbanktechnisch ausgeführt zu werden. Und da gehen wir mal hier auf unsere Devisen und Edelmetalle. Und da sehen wir hier unseren Liquiditätspool, meine lieben Leute. Ja. Das sind die Marktteilnehmer, die uns bepreisen. Dann haben wir unser Brückensystem, die Aggregatoren und die Bridging, die praktisch den MetaTrader 4 geöffnet haben und den Zugang in die weite Welt erlaubt haben. Und diese sorgen dafür, dass wir sie hier mit diesen Core Spreads bedienen können. Und darum, liebe Leute, vergleicht einfach mal bitte die Spreads, die ihr hier seht. Und hier der durchschnittliche Spread während der Londoner Session, ja. Und hier der aktuelle, wie er pippt und pippert sozusagen. Und auch hier unser Gold mit 12 Cent, das sind Spreads. Vergleicht das mal mit der Konkurrenz, da sind wir hier wirklich eben im Interbanken-Core-Bereich. Und wir geben euch das weiter, was wir sozusagen aus diesem Liquiditätspool, aus der besten Preisfindung dieser Anbieter sozusagen rausziehen. Und das kriegt ihr sozusagen serviert auf dem Tablett. Und genau das ist der Grund, warum man eben überlegen muss, mit wem man handelt. Zumal wir eben auch nichts ins eigene Buch nehmen, liebe Leute. Immer wieder auch mal daran denken. Gut. Also, wenn wir hier die Preisspitzen sehen aus dem Interbankenbereich, diese Kerzen hier, ja, das ist ein Hoch, das ist ein Hoch, hier man sieht immer wieder abgewiesen, dann hat es hier den Ausbruch gegeben Anfang Mai und hier, jetzt muss ich den blauen Pfeil mal ein Stück zur Seite schieben, seht ihr aber hier so eine Art Supportbereich, ja, genau in diesem Level gab es immer wieder erhöhte Price Action und das ist ein interessantes Niveau. Und ich wage mal zu behaupten, wenn wir hier nicht drunter gehen, das hängt hier jetzt genau zwischen dem 23,6er und 38,2er Fibo-Level, ja, kann man jetzt drüber streiten, warum das jetzt genau die Mitte ist, völlig wurscht. Ja, es ist auch jetzt nicht mal entscheidend, ob der am 23,6er oder 38,2er dreht. Man muss einfach nur sehen, wo im Chart mögliche Price-Action-Punkte sind. Der Markt, wo er denn hier sozusagen alles in einen Kontext bringt, dessen, dass wir sozusagen immer sehen, wo haben die Marktteilnehmer Entscheidungen getroffen, beziehungsweise keine getroffen. Das Währungspaar abgewiesen. Das ist auch genauso beim Aktienmarkt in einer ähnlichen Hierarchie zu sehen und interessant zu beobachten, dass man immer wieder abwägen muss, hey,
sind die Marktteilnehmer hier interessiert, irgendwas zu reißen oder nicht? Und in diesem Bereich, ich sag mal hier 1,087, machen wir es rund, Pip hoch, 1,087, das ist eine Unterstützung, solange die hält, kann Euro-Schweizer Franken hier durchaus früher nach oben drehen. Wenn der hier durchrauscht, dann würde ich diesen blauen Tendenzfall hier auf jeden Fall fortgesetzt wissen wollen. Und das heißt dann eben hier mindestens nochmal bis 1,080 zurück. Ja, also ich würde hier beim Euro-Schweizer Franken, dem Schweizer Franken ein Stück weit mehr den Bias einräumen. Machen wir auch mal hier die Saisonalität, wobei ihr wisst ja, was passiert ist im Vorfeld des 2015er Crashs. Im Prinzip die Fixierung der Marke von 1,20 beim Euro-Schweizer Franken, was natürlich auch die Saisonalität hier völlig an acta führt. Insofern macht es keinen Sinn, da auf die Saisonalität zu achten. Werner, was schreibst du? Das ist ja alles okay, aber solange ihr kein MT5, Werner, wir sind seit einiger Zeit daran, die Surferstrukturen für den MT5 aufzubauen. Wie gesagt, das läuft bei uns ja auch alles in-house mit eigenen Surfern und nicht irgendwie fremd gebucht, fremd geliehen irgendwo. Nein, die Surfer stehen direkt an den wichtigen Plätzen, wie zum Beispiel in London oder New York, New Jersey und dergleichen. Dort haben wir unsere Surfer stehen und da bauen wir auch derzeit die Surferstrukturen für den MT5 mit den Equinix-Datenbanken auf. Und der MetaTrader 5 steht in der Pipeline, Werner, und da natürlich auch die oder unser Ansatz, unsere Produktpalette entsprechend zu erweitern. Werner, du darfst gespannt sein, da kommt, wie gesagt, noch einiges. Gut, Euro-Schweizer Franken hätten wir durchgenommen. Ich habe hier auch noch viel zum WTI im Chat. Das kann ich mir definitiv jetzt auch gleich nochmal vorholen. Das WTI-Öl als Rohstoff sozusagen. Immer wieder sehr interessant. Rohstoff-Scan. Schauen wir mal, was das WTI hier technisch zu sagen hat. War ja unlängst schon mal eine relativ klare Situation nach dem Motto, der bricht weg und sieht so aus, wie man es jetzt fast schon erwarten darf. Wir hatten das Öl im Übrigen, das ist eigentlich ein Grund dafür, dass ich das Öl die Tage jetzt nochmal im Devisenradar covern muss. Ich hatte das Öl einerseits hier mit einem Short Bias versehen, also nach dem Motto hier, das ist auch wieder technisch schön ableitbar, eine Price Action Zone, hier ein 61,8 Level hier im März und dann hier zum Ausklang des Monats März einen Unterstützungsbereich, der sozusagen dann hier aufgebrochen wurde. Nach unten, besser gesagt, hier kam der Einbruch. Dann gab es diese starke Reversal-Kerze am 5. Mai. Der Markt ging hier hoch und hier hätte ich mir vorstellen können, dass im Sinne dieses FIBO-Levels, dieser Korrekturbewegung hier beim 38,2-Niveau praktisch der Markt eine finale Findung sozusagen oder das Öl vielmehr eine finale Findung der Gegenbewegung erfährt und nach unten kippt. Tatsache ist gewesen, dass der Ölpreis hier weiter raufgeschossen ist. Damals war mein Stop, oder besser gesagt, die Stop-Marke hier knapp über 50 Dollar. Da ist er noch ein Stück weit rausgeschossen drüber, bis in den Bereich 52 Dollar je Barrel. Und dann gab es hier im Sinne der OPEC-Geschichte den krassen Ausverkauf am 25.05. Und das, meine lieben Leute, war praktisch der Startschuss für den nächsten Korrekturschub. Der, und das seht ihr ja hier, auch da habe ich kurzerhand hier die Fibos nochmal angelegt, erwartet, dass es einen kleinen Pullback in diese Verkaufskerze gibt. Jetzt muss man auch ganz klar sagen, solche Candles, ob man die jetzt Power Candle nennt oder Big Volume Candles, hier ist richtig Kapital bewegt worden. Schaut euch mal diese Kerze an. Die hat hier eine ganze Wochen Performance weggekillt. Also die Aufwärtsbewegung, die hier von Mitte Mai stattfand, die wurde hier am 25.05. einfach mal richtig abgesägt. Und das heißt, und deswegen auch die Fibus hier, innerhalb einer solchen Kerze kann es Erholung geben, nur sollten diese die Kerze nicht relativieren. Dann kann man davon ausgehen, dass das große Geld ohnehin, sag ich mal, den Markt dreht, aus dem Markt aussteigt, beziehungsweise ohnehin neue Ambitionen hegt. Aber wenn es eben nicht gelingt, diese Kerze zu relativieren, das ist nicht gelungen. Ja, es gab hier nach dem 25.05. gerade mal am Freitag und dann jetzt am Montag eine kleine Erholung. Gestern und heute knallt das Ganze wieder nach unten durch und ihr seht den blauen Tendenzfall. Ich bleibe dabei, das Öl dürfte weiter korrigieren. Und wenn wir hier die Marke von 47,75 Dollar nach unten auflösen, denke ich, kann ich mir vorstellen, dass das liebe gute Öl weiter nach unten tropft und wir dann hier sozusagen ja, günstiger in der Zapfsäule unterwegs sein werden. Gerade wenn der Euro dann auch noch stärker wird, dann haben wir hier praktisch unten im Bereich 43 Dollar, 50, 44 Dollar eine mögliche Zielzone. Das bleibt sozusagen mein Level beim WTI und mit der heutigen Schwäche wird das eigentlich unterstrichen. Aber Obacht geben, wir haben in knapp 20, 50 Minuten einen, wie immer mittwochs, Erdölbericht, beziehungsweise die Lagerbestände Erdölbericht. 16.30 Uhr, ups, wo bin ich denn heute unterwegs? Wir haben heute Mittwoch und es fehlt, kam das gestern schon? Hab ich da, Moment,
Wo sind meine Lagerbestände? 16:30 Uhr. Ah, okay, das ist aber nicht das. Da kommen Sie, 17 Uhr morgen. Die Rohlagerbestände. Also nicht heute, sondern morgen hat sich ein Tag verschoben. Normalerweise immer mittwochs 16:30 Uhr. Da muss man immer drauf aufpassen, da gibt es richtig Wolle beim kanadischen Dollar, Schrägstrich beim Ölpreis eben, wenn da diese Daten rauskommen. Das soll aber, wie gesagt, heute mal nicht das Thema sein, sondern vielmehr eben das, was wir auch hier noch sehen. Wir haben 16 Uhr noch den Einkaufsmanagerindex und heute den Zinsentscheid. Da kann es natürlich Action geben, meine lieben Leute, obwohl mit keiner Veränderung gerechnet werden wird. Aber mal aufpassen, was da vielleicht noch geht an Volatilität. Eine Pressekonferenz sehe ich jetzt hier im Nachgang nicht, man muss dann immer wieder abwarten, wenn die Protokolle veröffentlicht werden zur Zinssetzung. Da wird es natürlich ganz schön spannend. Aber grundsätzlich mal spannend, wie das jetzt dann heute Abend noch geht. Also wir haben da noch ein Stück weit was zu erwarten beim heutigen Tagesgeschehen. Gerade eben dann am Abend durchaus mal drauf aufpassen. Aber wobei, jetzt sehe ich doch hier die ne, dritter, fünfter, jetzt muss man mal hier zurück. Jetzt habe ich ja völlig so rum. Beigebook ist heute nicht Zinsentscheid. So rum. Heute kommt das Beigebook der Fed, wo das Ganze nochmal ausgewertet wird. Da habe ich mich jetzt schon gewundert. Da waren wir jetzt vom Juni in den Mai auf Anfang Mai gestoßen. Da ist der schlau, der immer hier aufs Datum schaut. Sozusagen Zinsentscheid kommt natürlich dann erst nächsten Monat wieder im Juni. Und da darf man aber im Prinzip jetzt eigentlich auch von den Zentralbankern der Fed nicht wirklich Neues erwarten. Aber wir haben heute die API-Öllagerbestände um 22:30 Uhr. Setzen wir uns nicht zu viel fest an den News. Liebe Leute, ihr müsst eh hier auch dann sehen, die Frage nach den machen die Nachrichten die Kurse oder die Kurse die Nachrichten. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Kurse, wie sie sich denn entwickeln, Angebot, Nachfrage am Markt sozusagen dann hier auch ein Stück weit immer die Steilvorlage sind für die News. Ja, also wenn ihr praktisch einen Zeitsprung machen würdet und ihr würdet einen gleichen Tagesverlauf einmal positiv und einmal negativ sehen, dann würdet ihr sehen, dass die News diesem Tagesverlauf nachsprechen würden. Ja, also man würde immer Gründe finden, warum das eine steigt, das andere fällt. Und wenn es umgekehrt wäre, das andere steigt und das andere fällt, würde man genauso Begründung dafür finden. Also insofern immer ein Stück weit Vorsicht mit den News. Die beeinflussen natürlich die Preise, aber die Preisentwicklungen im Vorfeld sind hier natürlich ganz entscheidend und dann wird meistens immer danach geredet. Nicht umsonst sagt man ja auch, die News, die guten News werden verkauft. Ja, also wenn ein Unternehmen neue Nachrichten bringt, neue Rekordergebnisse und dann sogar meinetwegen auch den Ausblick noch anhebt, dann wird trotzdem die Aktie manchmal abgestraft und dann fragt man sich, wieso passiert denn das? Doch alles super. Ja, dann sell on good news. Dann findet man eben diese Aussage, dass es dann eben so sei. Gut. Aber wollen nicht zu sehr in den fundamentalen Sektor abdriften. BTI meines Erachtens, wie gesagt, Short Bias, der sich insbesondere unter $47,75 weiter fortsetzen dürfte. Mal abwarten, was kommt. Wir werden es gespannt beobachten. So, wir haben hier noch ein Cross-Rate-Pair. Australdollar, Neuseeland-Dollar. Noch eine Frage zum ECN-Broker, Kursstellung. Ja, also ECN ist eh, sage ich mal, ein sehr, sehr ausgetretener Begriff. Also ausgetreten dahingehend, dass man das oder dass viele Broker sich sozusagen mit dem ECN-Brokerage sozusagen mit dem Label versehen. Wir haben das ein Stück weit umgemünzt. Ja, ich meine, das ECN heißt ja nichts anderes, als dass es ein elektronisches Kommunikationsnetzwerk gibt. Lass mal hier nochmal drauf gehen. Grundsätzlich bei uns, wir sind DMA und STP. Ja, also DMA steht für Direct Market Access und STP ist praktisch hier Straight Through Processing, wo man einfach sagt, die Orders werden auch hier klar durchgeroutet und egal wie man das nennt, wichtig ist, kann es euer Broker oder der Broker anderer Natur auch nachweisen? Ja, und das ist bei uns die Geschichte. Wir behaupten nicht nur, dass wir es machen, die Orders in den Markt geben, sondern wir können es auch nachweisen durch unseren Post-Trade-Report. Ja, das ist genau der Punkt, wo wir die Hose runterlassen, liebe Leute, und euch eben zeigen, was hier passiert ist. Vor dem Hintergrund, dass man eben sagt, die Order ist rausgegangen an den Markt, die wurde abgearbeitet, es gab positive, negative Slippage, die Geschwindigkeit steht da. Wer hat sie ausgeführt? War es Goldman Sachs? War es die Deutsche Bank? War es UBS? War es wer auch immer? War es ein Hedgefonds? Wie auch immer. Man kann letztlich sagen, wir leiten die Orders weiter. DMA, Direct Market Access, wir bescheißen keinen. Und wie gesagt, ECN oder auch STP sind Begriffe, die werden viel, viel missbraucht. Es kann ja auch sein, dass ein Broker sich damit rühmt,
dennoch aber natürlich einen Market-Maker-Prozess an den Tag legt und nicht alle Orders durchgibt. Ja, deswegen hat er ja trotzdem recht, wenn er schreibt, er ist ECN und STP-Broker. Er hat ja ein elektronisches Kommunikationsnetzwerk und routet die Orders, sage ich mal, nach einem elektronischen System raus. Die Frage ist nur, ob er das mit 100% der Orders macht. Und da stelle ich mir die Frage, ob das der Fall ist. Wie gesagt, wir haben keine Market-Maker-Lizenz, wir dürfen es nicht. Wir leiten alles raus und handeln niemals gegen den Kunden. Ganz, ganz wichtig. Notieren, merken, festhalten. Gut, wir haben jetzt hier noch den Australdollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar. Nicht nur einmal im Chat, den will ich mir auf jeden Fall auch gleich mal anschauen, gerade von dem Hintergrund, dass der Aussie, also hier der Australdollar, ja schwach daherkommt. Jetzt noch eine Frage. Ich habe derzeit ein Demo-Konto bei JFD. Danke, you're welcome und schön, dass du beim Webinar dabei bist. Tradet Henry Phillips ein Echtgeldkonto bei JFD? Kann man sich da mit einem kostenpflichtigen Abo einbuchen? Lieber Fragesteller, ich weiß jetzt deinen Namen nicht, ich sehe es auch nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Du wirst jetzt wissen, wer sich angesprochen fühlt und auch die anderen. Die Frage kann ich gleich mal öffentlich darlegen. Henry handelt auch Echtgeld. Er hat auch bei uns natürlich oder im letzten Jahr natürlich da auch einen Track-Record schon dargelegt. Henry ist ja auch ein Teil unseres Pro-Teams, was wir letztes Jahr zur WOT vorgestellt haben und dieses Jahr auch dann nochmal ein Stück weit weiter nach vorne tragen werden. Henry, und vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gefragt hast, dass man da irgendwas machen kann, würde ich dich bitten, bleib unser Kunde. Bleib erstmal im Demo-Modus, üb viel, teste viel und warte mal die nächsten Monate da ab, was wir dir da darstellen werden. Da haben wir einige Projekte, wie gesagt, neben dem MetaTrader 5, was ich ja vorhin schon ansprach, haben wir einige interessante, sehr, sehr interessante Projekte und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu deiner Frage. Mal abwarten, was wir da launchen werden. Bleib bei unserem Newsletter, bleib bei uns als Kunde, Demo-Kunde meinetwegen oder dann auch vorsichtiger Echtgeldkunde uns treu und du wirst hier keine Informationen verpassen und da werden wir dir in Kürze weiterhelfen. Aber ja, Henry tradet auch echt. Also ist nicht nur so ein Theaterpüppchen, sage ich jetzt mal, wie man es ja auch leider Gottes allzu oft an den Märkten vorfindet. Gut, hätten wir die Frage beantwortet. Gehen wir mal zum Australien-Dollar gegenüber dem Neuseeländer-Dollar über. Auch hier, ja, doch schon ein Exotic Pair. Der Aussie hier schwach. Uff, wollen wir gar nicht groß rumdiskutieren. Der Chart kippt hier weiter nach unten durch. Du hast geschrieben, auch hier den Fragesteller, das ist mir jetzt nicht wirklich bekannt. Sehe die Namen, wie gesagt, nicht, ist aber überhaupt nicht dramatisch. 1,03 als Ziellevel, ja, da bin ich bei dir. Ich würde sogar sagen, wenn ich mir den Chart mal hier anschaue, also die Zone oder das interessante Level ist 1,035. Ja, auch hier, wie gesagt, da kann der Pip ist hier nicht entscheidend, aber das ist hier eine wohl sehr annehmbare, also hier mal erstmal einen Widerstandsbereich, den ich mal rot mache. Hier ein Supportbereich, der mir auf jeden Fall unterkommt. Wie gesagt, den kann man auch ein Stück weit ausdehnen. 1030, 1035, auf jeden Fall hier eine relativ breite Zone, die sozusagen veranschaulicht, dass der Markt ja, hier möglicherweise eine Unterstützung findet. Also der Australdollar, wenn er bis hierhin getropft ist, hier sich erstmal stabilisiert, aber da kann natürlich auch die 1,030 und dann auch noch tiefer sozusagen anvisieren. Und vor dem Hintergrund, dass ich ja den Euro-Australdollar sehr stark finde und den Australdollar gegenüber dem US-Dollar, also den Aussie selbst, den schauen wir uns gleich nochmal an, kann ich mir vorstellen, dass der nicht nur die 1,035, 1,030 attackiert, sondern dass der vielleicht sogar noch darunter absinket und hier sogar die Parität vielleicht ansteuert. Hier tief im April 2015, knapp gescheitert. Das ist natürlich tricky, aber die Parität wurde sozusagen nicht unterschritten oder erreicht, kann aber alles noch passieren. Also der Kiwi hat hier meines Erachtens, also Kiwi ist der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, hat hier den klaren Vorteil auf seiner Seite. So sieht es zumindest mal aus, liebe Leute, und das würde ich insofern auch mal als wahrscheinlichen Bias sozusagen voranstellen, dass es hier zu einer Schwäche kommt, die eben hier diesen Bereich anvisiert, insofern gut analysiert. Ob das jetzt hier so geradlinig runterknallt, ja, oder ob es jetzt hier so eine Art Zickzack gibt, bleibt mal abzuwarten. Aber in diesem Bereich, denke ich mal, würde dann spätestens um 1,030 ein Stück weit Tauziehen stattfinden. Aber es ist mal nicht unwahrscheinlich, dass er dann eben hier auch durchaus weiter nach unten durchsackt. Kann definitiv gut passieren. Gerade wenn wir hier das Tief vom September letzten Jahres unter 1,023 unterschreiten, dann würde ich das auf jeden Fall als favorisiertes Szenario ansehen, meine lieben Leute. So mal die Einschätzung, also Australien und Neuseeland, oder schönes Covering, schön gesehen. Und ja, auch hier, trotz dieser gegenwärtigen Schwäche, die durchaus stark ausgeprägt ist,
Während der letzten Tage heißt das ja nicht, dass der jetzt heute drehen muss. Da kann hier direkt weiter durchrutschen und da kann im Worst Case sogar richtig nach unten durchknallen, der Australdollar. Ja, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Deswegen merke und immer aufgepasst, es kann hier oder ein zu tief oder zu stark gefallen gibt es generell an den Märkten ja nicht, aber insbesondere auch nicht an den Devisenmärkten. So, halten wir uns das auch mal fest. Gut, Eurocut wurde auch, da gehe ich gleich mal drauf, häufig ins Visier genommen. Der Euro ähnelt gerade im Cross-Rate-Verhalten, da können wir jetzt den Euro Australdollar noch ein Stück weit als Richtwert nehmen, ähnelt hier schon vielen anderen Währungspaaren. Ja? Also die gleichen sich hier an und ihr seht, dass den Euro zeichne ich hier generell blau nach oben. Ist aktuell bullisch. Also einzig der Euro-Schwarzer Franken, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, es sei denn, der knallt da eben auch richtig durch. Aber ansonsten die meisten Europäer hier durch die Bank weg mit einem bullischen Grundton. Ja, also der Euro scheint hier richtig Drive aufzubauen. Man muss natürlich abwarten, wie es in der nächsten Woche dann mit der EZB dahergeht, mit der EZB-Sitzung. Da kann es natürlich dann ja, möglicherweise wieder Verwerfungen geben oder aber richtige Bestätigungen nach dem Motto, dass hier natürlich das Ende der Anleihekaufprogramme oder auch da Maßnahmen beschlossen werden, die hier sozusagen die Verbesserung des Euros ein Stück weit eindämmen. Das darf gespannt beobachtet werden, wie gesagt. Da wird es Spekulationen noch und nöcher geben. Also wie gesagt, ganz spannend. Ich lese gerade DAX und Dow schwach werden schwach. Ja, das passt natürlich dann zur gegenwärtigen Euro-Stärke. Wieder mal ein Stück weit in der Korrelation. Wir hatten das gerade in meinem MetaTrader-View gesehen. Hier der DAX, ja richtig stark und auch der Euro zuletzt richtig stark. Beide haben ihre Ranges schon ausgeschöpft. Der DAX hier aktuell mit 143 Punkten und der Euro mit 78 Pips. Beide ihre Range schon erschöpft, aber es kann durchaus, gerade wenn der DAX jetzt doch nochmal eine Schwäche erfährt, beim Euro auch weiter hinausgehen. Aktuell hier ein Value, also ADR, durchschnittliche Range von 75 Pips auf 10 Tage, auf die letzten 10 Tage. Das ist nicht prall beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Und was jetzt noch als kleines Vehikel hinten rankommt, was immer interessant zu sehen ist, wir haben hier bei uns zum Beispiel JFD Brokers Open Sentiment, hier immer auch in unserem JFD Research auf unserer Seite, hier praktisch aktuelle Kundenpositionierung. Und interessant ist, das ist auch bei uns relativ gesehen so, auch wenn wir eine relativ hohe Erfolgsquote von, sag ich mal, profitablen Konten haben, ist es auch so, dass hier viele sich gegen den Markt stellen. Und beim Euro gegen US-Dollar haben wir ja 60% Short Positions und 40% Long. Das wird jeden Tag um die Mittagszeit sozusagen aktualisiert. Einmal am Tag und dann kann man sich das sozusagen anschauen. Was auch hier sehr interessant ist, ist zum Beispiel die Show of Wanda. Ja, amerikanischer Broker mit massenhaft Kunden. Allerdings sind die Accounts alle sehr, sehr klein. Also überhaupt kein Fall. Also wir haben praktisch fast 10-mal größere Accounts als Wanda. Die haben natürlich 1000-mal mehr Kunden-User, aber eben auch Konten im Bereich 25 Dollar oder was weiß ich. Grundsätzlich hier interessant das Open Sentiment der Long- und Short-Position. Ja, das Schwarze ist hier mal der Euro-Dollar-Verlauf. Und ihr seht, wie das hier immer konträr geht. Also blau oben ist praktisch eine Long-Positionierung, die aufgebaut werden. Und ihr seht, in einen steigenden, besser gesagt hier in einen fallenden Markt hinein, hier im November letzten Jahres, wurden massiv Long-Positionen aufgebaut. Ja? Und eigenartigerweise geht das Gros der Trader immer entgegen der eigentlichen Richtung, weil da keine Stops gesetzt werden, sondern da wird negativ massiv aufpyramidisiert. Und genauso ist es beim Euro-US-Dollar jetzt. Ja? Der hat hier praktisch einen schönen Turnaround geschafft, zieht hier immer weiter nach oben und die Netto-Short-Positionen sind hier auf einem Rekordtief. Ich glaube, das hat der Jens heute auch mit einem anderen Tweet, glaube ich, war es in seinem Morning-Meeting, jeden Tag 10.30 Uhr, auch mal sehr, sehr sehenswert auf unserem JFD-Desktop. Da haben wir es, da ist er, der Jensi, ne? Macht auch am Nachmittag immer noch eine Show. Also eine Show insofern, dass es praktisch hier einen schönen Marktüberblick gibt. Und da hat er im Prinzip heute Morgen, meine ich, mit einem Ohr mitbekommen zu haben, auch den Euro dahingehend gecovert. Und ja, wir haben auch hier gerade bei Wanda zum Beispiel ein Rekord im Short-Bereich. Ja. Also es sind so viele Marktteilnehmer, die den Euro Short sind, dass es ja fast schon unwahrscheinlich ist, dass das passieren wird. Ja, ich meine, die Trader von Wanda, zumal ja auch viel im eigenen Buch da landet, ist es eben trotzdem so, dass man sagen muss, ob die mal richtig liegen, das wird man sehen, wenn das Lichtlein angeht. Aber der Euro hat, auch wenn er jetzt mal leicht korrigiert, grundsätzlich positiven Bias. Wir hatten den Euro gegenüber dem US-Dollar ja zu Beginn der Sendung schon ausführlich beleuchtet bzw. betrachtet und ja, kann ich mich nur noch mal wiederholen, für mich wirkt das alles sehr, sehr bullisch, was ich da sehe beim Euro. Gut, dann schaue ich noch mal kurz die Chatbox durch bzw. halte. Ich wollte euch ja noch ein anderes Pair vorstellen. Also Euro-Kanadisch-Dollar, wie gesagt, hat hier den ähnlichen Swing wie beim Euro-Australdollar. Ich sehe hier weiteres Potenzial auf der Oberseite. Nächstes Ziel liegt knapp oberhalb von 1,55.
schöne Horizontallinie hier und das lässt sich auch mal so vom Hochpunkt 2014 ableiten, aber hier haben wir auch nochmal fast das Hoch erreicht hier im August 2015. Dann gab es hier so ein Drüberspucken, letztlich knapp über 1,55 sehe ich hier zumindest mal den kurzfristigen Zielbereich. Also hurry up, hier geht es wohl weiter nach oben. Sekunde, wir gehen jetzt mal hier nochmal auf die Major Pairs und schauen uns den Austral-Dollar gegenüber dem Osterland, der heute hier mit ganz unten rangiert. Hochgeladen, da haben wir ihn. Ah, hält sich aktuell noch ganz gut, aber der Bias, den ich hier praktisch so gezeichnet habe, da bleibe ich bei. Also das sieht für mich, also der Austral-Dollar wirkt für mich schwach, bleibt schwach. Lass da jetzt nochmal eine Leitzinssenkung in Down Under hier über den ETA schwippen. Ich glaube, der hat hier seinen Tief noch nicht gefunden und trotz dessen, dass der Dollar ja schwach ist heute, Euro natürlich extrem stark, deswegen steigt auch Euro-Dollar, aber nichtsdestotrotz haben wir hier immer noch die Konstellation, dass das, also das ist charttechnisch jetzt hier so ein Stück weit Gemauschle, ja, also wir haben hier einen Abwärtsimpuls gesehen, eine sehr, sehr starke Erholung rein, fast schon zu hoch, aber der Markt oder der Australdollar tropft so stückweise wieder nach unten und ich könnte mir eben vorstellen, dass der auf jeden Fall noch weiter nach unten sacken wird, zumindest die Tendenz dessen gegeben ist, dass wir hier eben weitere Tiefs sehen. Erstmal hier der Bereich der letzten Tiefs von Anfang Mai, rund 0,7345 wohl, aber das eigentliche Ziellevel liegt bei 0,72. Ja, warum? Weil auch hier nochmal die Chartdarstellung, hier sehr schöne Price Action Zones. Ja. Also hier hat man gesehen, der Preis ist hochgelaufen im Februar 2016, Rückprall, dann gab es hier nochmal so ein Stück weit Tauziehen zum Monatsausgang Februar und im März ist er dann hier durchgeknallt nach oben, massive Buy-Power, dann gab es hier ein Pullback genau in diesem Bereich gestoppt. Egal was denn hier nach oben passiert ist, der Preis kam wieder zurück in dieses Niveau und ja, alle guten Dinge sind drei, möchte man meinen hier im Sinne der Unterstützung. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir hier beim Australdollar gegenüber dem US-Dollar, deswegen auch die Schwäche beim Aussie so favorisiert, eben hier einen Rücklauf in Richtung 0,72 sehen. Zumindest das mal die Annahme und in diesem Kontext mein favorisiertes Szenario für den Aussie. Sehr spannende Ausgangslage. Wenn man hier den Trade wagen wollte, könnte man den Stop-Loss sozusagen über das über den EMA 200 setzen, schrägstrich über die letzten Bewegungshochs hier von Mai, Mitte Mai knapp, ja, das gibt ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis, aktualisieren wir das Ganze mal ein Stück weit, so, das wäre praktisch das technische Risiko, 85 Pips, kann man auch noch ein Stück weit was drauflegen, ja, also ich meine, hier gibt es ja die nächste Zone, aber auch wieder hier Chance-Risiko-Verhältnis beachten, ja, immer, je größer ihr das Risiko macht, desto größer müsste theoretisch eure Chance sein, ja, ich meine, ich kann immer wieder versuchen, einen Trade zu machen mit 10 Pips Gewinn und 100 Pips Stop-Loss, das funktioniert eine ganze Zeit ganz gut, habe ich auch eine hohe Trefferquote, aber wenn es mich da mal rausknallt oder ich sozusagen auch gar keinen Stop-Loss setze, dann fliegt mir das um die Ohren, insofern aufgepasst, aber hier vom Bias her, hier ein schönes Setting. Der letzte Rücklauf hat hier sogar noch viel, viel bessere Einstiegsmöglichkeiten geboten. Aber das sieht hier für mich weiterhin sehr, sehr interessant aus. Machen wir mal die blauen Pfeile auch ein Stück weit aktueller. Wie gesagt, hier oberhalb von 0,7550 wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtiger. Sehe ich aber nicht als das favorisierte Szenario. Dann schauen wir uns hier mal die Saisonalität an. Euro-Austral-Dollar war ja genau konträr. Schauen wir uns mal an, was der Austral-Dollar gegenüber dem US-Dollar macht. Ja, komplett, das ist jetzt keine Überraschung, aber komplett natürlich das umgekehrte Bild, ja. Aber auch hier, Preis-Action schlägt Saisonalität. Insofern würde ich hier favorisieren, dass der Markt doch nach unten tropft und weitere Tiefs sozusagen markiert. Blauer Pfeil, fertig. Ja. Und unter Chance-Risikoparametern hervorragend. Ja. Man muss natürlich auch sehen, ob der Preis bis 0,72 kommt, sprich die Verwendung eines Trailing-Stops, Gewinne sichern, Teilgewinnmitnahmen, all solche Geschichten, sollte man hier durchaus durch den Kopf gehen lassen, sich aber grundsätzlich der Bias hier sehr, sehr interessant. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Ausblick auf den Devisenmarkt, immer wieder mittwochs von 15 bis 16 Uhr. Wenn ihr heute ein positives Feedback für das Webinar habt, an support@jfdbrokers.de, gerne. Wie gesagt, wir sammeln da jetzt in der letzten Zeit auch ein paar Inputs und da wäre natürlich schönes Feedback uns eine Freude, auch generell zu JFD, wenn ihr mit uns zufrieden seid, sprich Ausführung, sprich Support, Service, Leistung, Preise, das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da positives Feedback zukommen lasst. Das habe ich ganz vergessen, das mal vorab zu sagen. Mache ich jetzt zum Schluss, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und insofern, liebe Leute, wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen, hier im süddeutschen Bereich ist es sehr sonnig, wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Rest Mittwoch, einen guten Start in den Juni und in diesem Zusammenhang euch allen eine gute Zeit.
Beste Grüße, euer Chris Kämmerer und tschüss.